Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Melwes-Video von mir. Und ja, was gehört zum Winter, was gehört zu Weihnachten? Auf jeden Fall neue Klamotten und... Komm mal, wo sind wir stehen geblieben? Genau. Ich dachte mir auf jeden Fall, ein Fashion- und Winterhaul muss auf jeden Fall dabei sein. Von daher wollte ich euch unbedingt zeigen, was ich mir Neues gekauft habe. Vor allem an Pullover, eigentlich nur Pullover, merke ich gerade. Und ja, wenn euch dieses Video gefallen sollte, lasst mir noch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und natürlich dürft ihr mich auch sehr, sehr gerne unten abonnieren. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mit dem Video. Also als erstes habe ich mir diesen Pullover hier gekauft. Den fand ich einfach mega cool vom Muster her, denn der ist so ein bisschen ja, in diesem Ombre-Effekt, würde ich sagen, von weiß zu schwarz. Den habe ich mir von... Von Papaya gekauft, ist auch so ein Shop in den USA und fand ich mega cool, einfach so vom Muster her, deshalb musste ich mir den auf jeden Fall kaufen. Dann habe ich mir noch diesen Pullover hier gekauft. Eigentlich wollte ich mir den zuerst in weiß holen, aber dann hat mein Freund gesagt, ich habe viel zu weiße Klamotten, von daher habe ich mir auch mal eine andere Farbe gekauft, passt auf jeden Fall zu meinen Ugg-Boots. Und der ist von diesem Laden, den ich nie aussprechen kann, Uniqlo, keine Ahnung, diese japanischen Schriftzeichen da. Und ja, ist ein bisschen dünner Pullover, also eher für die Tage, wenn es ein bisschen wärmer ist. Aber ich finde einfach, ja, das Material so cool, ist mal was anderes und eben auch die Farbe. Dann habe ich mir noch den Pulli gekauft, ich finde den so süß, auch ein bisschen dünnerer Stoff. Aber einfach so schlicht in Grau und hier auf der Seite hat es dann solche Schlaufen und solche offene Stellen dazwischen. Ja, ich habe gerade eine Baustelle bei mir, von daher erschreckt nicht, wenn es ein bisschen lauter wird. Aber wie gesagt, den Pulli finde ich mega cool, ist auch mal was anderes und der ist von American Eagle, genau. Und wie gesagt, ein bisschen dünner Stoff, aber wie gesagt, mega cool. Dann habe ich mir, glaube ich, auch bei American Eagle gekauft. Ja. Das ist der hier. Super flauschig vom Material her. So ein cremefarbener Ton. Vorne eigentlich nichts Spezielles, aber hinten hat es dann solche Schnürungen. Und die sind oben ein bisschen breiter und werden gegen unten hin immer ein bisschen schmäler. Dann habe ich mir den Pulli gekauft. Auch von Papaya. Und zwar ist es der hier, so gestreift mit so einem mega speziellen Farbton. Es ist nicht braun, es ist nicht lila, aber irgendwie sowas dazwischen und mit weiß gestreift. Und auch in einem super weichen Material. Ja, ich könnte damit die ganze Zeit nur kuscheln. Wirklich. Nur zu empfehlen. Dann habe ich mir auch noch einen Pulli gekauft, den ich mega süß finde, in einem super schönen, so pink-roséfarbenen Ton von Forever 21. Ist oben so ein bisschen, ja fast, würde ich jetzt sagen, rollkragenmäßig geschnitten, auf jeden Fall nicht offen. Einen mega coolen Schnitt, ist auch ein bisschen breiter hier mit den Ärmeln, vorne hin wird es dann ein bisschen schmaler. Und wie gesagt, ich finde einfach die Farbe super schön. Nicht unbedingt vielleicht weihnachtlich, aber auf jeden Fall super winterlich. Weiter geht's mit diesem Pullover. Finde ich mega cool, so ein bisschen Tommy Hilfiger Vibes von Brandy Melville. Ich wollte ja schon immer in diesen Laden und habe den auch endlich dann mal gefunden. Und dann musste ich mir natürlich auch was kaufen. Ja, ist auch ein dünnes Material, schon fast ein bisschen durchsichtig. Ich finde es aber mega cool auch, wie gesagt, so ein bisschen für die Tage, an denen es nicht so mega kalt ist. Und eben auch vom Muster her mit diesen weiß, blau und roten Streifen, finde ich, ist im Moment sowieso total angesagt und ja, finde ich auch mega cool. Jetzt kommen wir zu einem Teil, das eigentlich so ein bisschen fail ist, aber vielleicht auch noch anders gestylt und gut aussieht. Denn ich habe mir einen übergrößten Pullover gekauft. Ich dachte mir so, oh, die Größen sind gar nicht angeschrieben, ist auch von Forever 21. Dann habe ich hier so gesehen 2X, ich dachte mir so, ja, keine Ahnung was das ist, habe aber hier nicht gesehen, dass Plus Size draufsteht.
aber habe mir den dann so hingehalten und dachte mir, sollte eigentlich schon passen. Als ich den dann zu Hause angezogen habe, dachte ich mir, der ist viel zu groß. Ich dachte mir dann aber, vielleicht mit solchen Leggings und etwas höheren Stiefeln sieht es vielleicht noch ganz schön aus. Mal schauen, ich habe es noch nicht probiert. Aber ich wollte den auf jeden Fall behalten, denn die Farbe und das Ganze hier gefällt mir einfach super gut. Denn vorne ist auch so ein bisschen geschnürt und dann hier auf der Seite an den Ärmeln auch nochmal. Und ja, wie gesagt, ein bisschen Fail, aber könnte immer noch gut aussehen. Mal schauen. Vielleicht seht ihr es ja dann in meinem Lookbook. Es wird auf jeden Fall auch eins kommen. Ein Winter-Lookbook. Mal schauen. Dann kommen wir auch nochmal zu etwas Geschnürtem. Zu einer meiner Lieblingsfarben im Moment. Ich finde die Farbe so schön kleidungsmäßig. Und zwar ist das dieser Pullover hier. So ein mega schönes, so ein grün-blau-Ton. Ich kann das gar nicht beschreiben. So ein bisschen petrolmäßig, aber eben ein bisschen dünkler. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Ihr seht es ja hier. Vorne auf jeden Fall, wie gesagt, auch geschnürt. Und dann hier einfach so in diesem Petrolton, wie gesagt, ein bisschen dünner. Aber auch hier finde ich das super angenehm. Ich habe den auch schon in den Ferien getragen, denn ich hatte einfach zu wenig Kleider mitgenommen. Das ist übrigens das Einzige, was ich bis jetzt getragen habe von dem ganzen Haul, denn ich wollte das einfach zuerst euch zeigen. Dann kommen wir jetzt zu einem wirklichen Weihnachtspullover. Und ja, das ist der hier. Steht auch Merry Christmas, glaube ich. Ja, Merry Christmas drauf mit diesen Pfefferminzstangen, diesen Candy Canes. Den habe ich mir, wie gesagt, von Asos bestellt. Finde ich auch mega cool. Und auch hier wieder mit meinem Mistelzweig drauf. Dieses Jahr bin ich total begeistert von Mistelzweigen. Weiß auch nicht wieso, aber irgendwie finde ich das total weihnachtlich. So wie auch diesen Pullover. Und der ist auch super schön dick vom Material her. Wirklich sehr, sehr angenehm. Auch für die kalten Tage. Dann kommen wir auch noch zu einem Pullover. Keine Angst, geht nicht mehr so lange. Und zwar ist es auch von Asos. Von einer Marke Jacqueline de Jong. Keine Ahnung. War auf jeden Fall ziemlich günstig, wie ich das in Erinnerung habe. Und ja, das ist so ein Grünton. Ich liebe ja dieses Grün nicht nur für den Herbst, auch Winter. Das ist ein Brownie. Psst. Genau deshalb filme ich nicht gern mit meinen Katzen hier drin. Denn die möchten mit allem spielen. Ist ja süß, aber nein. Auf jeden Fall, ja. Ist das der Pullover hier? Hat vorne einfach so ein Muster hier drauf, wie so ein Zopfmuster. Und ich finde einfach wirklich, die Qualität ist super schön, für das, dass es so angenehm und so günstig ist. Dann habe ich noch einen rosa-roten Pullover. Und zwar ist das auch von Asos, von der Asos-Marke aber selber. Der ist ein bisschen anders geschnitten als der von Forever 21, ist auch ein anderes Material, eine hellere Farbe und ja, mit weiten Ärmeln. Einfach ganz klassisch, vorne mit diesem wunderschönen Muster hier, das finde ich immer mega schön bei solchen Pullovern. Einfach auch sehr, sehr angenehm. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Teil, das ist auch von der Asos Eigenmarke. Und zwar ist es der hier, den finde ich mega süß, einfach in so einem mega schönen Blau, ist auch ein sehr, sehr festes Material. Und dann mit solchen weißen Punkten drauf. Ja, diese weißen Punkten sehen für mich auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen aus wie Schneebälle, finde ich mega süß. Mal was ganz anderes für mich, ich bin eigentlich nicht so der Typ mit solchen auffälligen Pullovern, außer meine Katze. Außer wie gesagt, solche Weihnachtspullover, die finde ich einfach mega cool, trage ich sowieso. Aber den fand ich einfach mal was anderes. Ist übrigens ein bisschen cropped, sehe ich gerade. Kann man aber bestimmt auch mit solchen High-Waisted Jeans mega cool präsentieren. Und ja, das war alles von meinem Haul. Ich bin ganz außer Atem. Brownie. Und ja, das war's wie gesagt mit dem Video. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Tut mir leid für diese vielen Unterbrüche. Lasst mir doch mal unten in den Kommentaren wissen, was euer Lieblingsteil war, was ihr gekauft habt diesen Winter und nicht darauf verzichten könnt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch zu meinem nächsten Video, morgen um 15 Uhr. Nicht verpassen, denn jeden Tag kommt ein neues Video bis zum 24. Dezember. Und ja, wie gesagt, bis dann. Tschüss!